So werden Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin ihren Tanz nicht geplant haben. Erst kommt es bei den beiden zu einem Sturz, dann noch zu einem Nippelblitzer. Die Jury sieht's gelassen. Freitagabend drehte sich bei Let's Dance alles um den Partytanz Disco Fox. Bei Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin lief dann so einiges schief, wollten sie doch unbedingt eine Runde weiterkommen. Zuletzt wurden sie mehrfach durch die Anrufe der Fans gerettet. In der neuesten Show wollten sie diese wieder überzeugen und ließen sich dabei auch von einem Sturz und einem Nippelblitzer nicht aufhalten. Ich habe wirklich Panik, dass ich einfach gerade blank gelegt habe. Zu Am I Enough von Loi passierte es plötzlich. Profitänzer Valentin Lusin, der sich zuletzt Sorgen um seine neugeborene Tochter Stella machte, trug Bendixen während der Performance im Rückwärtslaufen und landete dabei auf dem Hosenboden. Zum Ärgern bleibt während eines Tanzes aber keine Zeit, also machten sie unbeirrt weiter. Dann die nächste Panne, bei einer Hebefigur verrutsche das Oberteil von Ann-Kathrin Bendixen. Diese richtete dieses kurzerhand noch in der Luft und zog ihre Performance durch. Das brachte ihr viel Lob und Anerkennung von Jurorin Mozi Mabuse ein. Die 43-Jährige, ihr Top ist offen gewesen. Wie viel Konzentration und Wille braucht es, wenn man weiß, ganz Deutschland sieht deine Oberweite? Und weiter. Tatsache ist, du hast weiter getanzt, deine Gefühle nicht angeschaltet, so authentisch. Auch Joachim Jambi, der Ann-Kathrin Bendixen in Show 6 von Let's Dance noch so sehr kritisierte, dass Tränen flossen, lobte, dein bester Tanz der Staffel. 19 Punkte gab es diesmal von der Jury. Während Lusin sich für seinen Sturz nach eigener Aussage schämte, meinte Bendixen direkt im Anschluss an den Tanz: Ich habe wirklich alles gegeben. In dem Moment, wo mein Top so aufgeht, ich habe wirklich an nichts mehr gedacht. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe wirklich Panik, dass ich einfach gerade blank gelegt habe. Vielleicht ein Trost. Für die Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer war dies nicht deutlich erkennbar. Mabuse, die nur wenige Meter entfernt mit direktem Blick auf die Szene saß, war sich allerdings sehr sicher, dass die Brust der Promi-Tänzerin kurzzeitig zu sehen war. Der Beitrag wird veröffentlicht von Kölner Express und wurde von tvspielfilm.de Autoren um weitere Informationen ergänzt. Kontakt zum Partner hier.